So, und jetzt begrüßen wir ihn hier, den WBO-Kämpfer aus Kabul, den Wahlhamburger Hamid Rahimi, der in Kabul seit 30 Jahren den ersten Profi-Boxkampf wieder gewonnen hat. Wir sind stolz auf dich, das Afghanistan-Block und der Rest der Welt. Salam alaikum. Salam alaikum, hallo. Fitourisch geht? Mir geht's gut, dankeschön. Und selbst? Ja, Shakur. Ja, da ist er nun, der Mittelgewichtsboxer Hamid. Erzähl mal, wie war das, in Afghanistan im Ring zu stehen? Wie fühlt sich das an, wenn da Hunderte von Afghanen stehen und seit 30 Jahren so ein Kampf nicht mehr stattgefunden hat? Wie fühlt sich das an? Also, es war schon ein ziemliches Hype, nicht nur einen Kampf haben zu spüren. Das ging schon die ganze Zeit. Also wir waren 10 Tage vorher da, weil ich musste mich an das Klima gewöhnen, weil Afghanistan ein bisschen durch die Berge ein bisschen hoch ist. Also da ist Sauerstoff anders und mein Trainer war da, wir haben auch dort das Ding dann fortgesetzt, eine Woche lang und es war ein unglaubliches Hype. Also sowas habe ich in Deutschland oder nirgendwo in Europa erlebt und auch durch meinen Manager oder durch meinen Trainer, also von denen jetzt Erzählungen, die waren auch überall auf der Welt, also der hat für den Universum schon mein Manager oder Trainer gerade gesagt und sowas haben wir noch nie irgendwo gesehen. Also das ganze Land hat vor allem so einen Hype, so einen sportlichen Hype angesteckt, also positiv. Und das war sehr, sehr schön. Also ich weiß nicht, ob das bei dir auch gerade so rauscht. Ich habe die ganze Zeit so ein Rauschen gehört. Wir reden aber einfach mal weiter. Klar kann ich mir das vorstellen, aber ist das im Bauch so ein Gefühl wie, ich sag mal, wie erster Tag Zuckerfest nach dem Ramadan und bei uns Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen? Ist da so ein Kribbeln, wenn man dann da wieder zurückkommt? Absolut. Also es war so, weil es war, ich habe viele, viele Kämpfe gemacht in meiner Karriere. Ich bin seit 6 Jahren Profiboxer. Ich war schon in Dänemark, Deutschland, Slowenien, Tschechei, Luxemburg, also überall gereist, gegen jeden gekämpft. Aber es war ein großer Traum von mir, dass ich einmal in Afghanistan boxe. Und ich beobachte schon sehr lange Afghanistan. Und es ist auch ein Wunsch, immer da zurückzukehren, Urlaub zu machen mit Freunden, auch mit deutschen Freunden. Aber es war mal immer dieser Krieg, was es nicht zugelassen hat. Und wenn man Afghanistan schon mal da war oder kennt, dann weiß man, wie schön es da ist. Was für ein schönes Klima wir haben und was für schöne Berge. Nur dieser blöde Krieg macht alles kaputt. Und ich wollte als Sportler ein Zeichen setzen, wie ein Demo für den Frieden, also Fight for Peace, das war das Motto des Abends. Und das war mein Wunsch und ich habe das selber mit meiner Familie und mit Freunden und mit meinem Management alles selber arrangiert, alles selber gemacht, weil La France war nicht mal ein Standardring vorhanden. Also muss ich vorstellen, da hat der Profiboxen noch nie in der Geschichte Afghanistan stattgefunden. Das war das erste Mal. Und wir wissen die Regelwerk nicht. Also alles musste aus Europa, aus Amerika, alles musste ran. Also das war sehr, sehr zeitaufwendig. Wie viel Zeit ist vergangen von der ersten Idee bis zur Umsetzung? 1,5 Jahre, fast 2 Jahre. Weil so eine Veranstaltung kann man eigentlich in Deutschland, sage ich mal, innerhalb von 2-3 Monaten hier durchsetzen. Bloß dort ist das Problem, es gibt nicht dort, wenn man in Deutschland findet man erstmal einen Sponsor für seine Idee. Dann geht man weiter. Nach Ganzen muss man sich erstmal um die Sicherheit kümmern. Und weil es ist alles schriftlich. Man darf nicht so eine Veranstaltung einfach so durchführen. Man braucht, es gibt jetzt 6, 7, es gibt so viele Organe von Sicherheit, innere Sicherheit, äußerliche Sicherheit, gegen Terrorismus, gegen Strikeforce, es gibt so viele. Da müssen wir uns wirklich von allen Organen, von allen die Erlaubnis holen und die Unterstützung vor allem. Was war denn das größte Problem bei der Vorbereitung? Das größte Problem war am Anfang die Sicherheit. Also das war das Erste, die Sicherheit. Wir mussten natürlich, waren die anderen Sachen auch sehr, sehr kostbar. Ich sag mal so, uns hat bei dieser Idee keiner unterstützt, weil keiner hat geglaubt, dass es stattfindet. Ich war schon halbes Jahr vorher in Afghanistan und halbes Jahr vorher habe ich schon, sogar 8 Monate vorher, von Präsident Karzai die höchste Orde bekommen, des Landes. Das ist der Mir Majidi Khan, den hat Donald Rumsfeld bekommen. Also ich war schon öfter nach Afghanistan und beispielsweise beim deutschen Botschafter Rüdiger König, ich habe ihm ein Konzeptmappe in Hand gedrückt und habe ihn darum gebeten, dass er es bitte lesen soll. Und habe wirklich Zeit und Geld investiert, dass es wir Unterstützung brauchen, weil es ist, muss man sich vorstellen, der Gegner will Geld, sein Team will Geld,
die ganzen Trainer, die ganzen, die aus Ausland kommen, alle wollen Geld. Und wie habt ihr die dann bezahlt? Wie habt ihr das dann hingekriegt? Zum Teil durch wir haben kurzfristig also die Veranstaltung war so, dass wir jetzt kurzfristig was diese Eintrittskarten da ging, haben wir abgegeben. Aber ehrlich gesagt, uns wurde vorher gesagt, da kann man für eine Karte nicht mehr als 10, 20 Dollar verlangen. Und wir haben auch das geglaubt und haben auch so wenig weggegeben. Im Nachhinein haben diejenigen, die diesen Paket sehr, sehr günstig von uns genommen haben, haben die Karten später für 100 Dollar angefangen. Und später, wie ich weiß, die gingen sogar für 500 Dollar und bis 700, 800 Dollar. Und wie konntest du die WWO davon überzeugen, einen Kampf in Kabul zu organisieren? Da haben die dann gesagt, ja klar, mach mal und organisier das selber? Nein, also mein Management hat einen guten Kontakt zur WWO. Ich selber bin auch bei der WWU Weltmeister gewesen schon vorher, war bei der Asien, war Asienmeister bei der WBA. Und ich habe noch gute Position, eine gute Ranking. Also ich habe davor 21 Kämpfe gehabt, 20 Siege. Also gut positioniert. Mein Gegner hatte auch eine sehr gute Statistik mit 31 Kämpfen, 19 Siegen, 12 durch K.O., 6 verloren und 6 durch Draw unentschieden. Und waren wir in dieser Level. Und ich bin sehr glücklich, dass wir vom Vizepräsidenten von der WBO, John Duggan, also als er gehört hat, wir möchten für den Frieden kämpfen und im Sport, für den Frieden, da sei er auch also ein sehr guten Ziel. Also er hat uns geglaubt und uns auch sehr unterstützt. Also dass wir so einen wertvollen Gürtel da in Afghanistan kämpfen konnten. Wer sich jetzt nicht so mit Afghanistan auskennt und wer sich auch nicht mit dem Boxen so richtig auskennt und jetzt hört, ein Afghaner macht eine Aktion Fight for Peace. Wie würdest du dem das in 2, 3 kurzen Sätzen erklären, wie man das macht und worum es da geht? Es geht darum, Afghanistan ist ein Land, das mehr als 30 Jahre Krieg hat. Ich habe davon selber, 8 bis 9 Jahre habe ich selber im Krieg gelebt. Ich kenne den Krieg, ich weiß, was es bedeutet. Und in meinen ganzen Reisen, als ich in Afghanistan war, sieht man sehr viele Jugendliche, gerade die Jugend, was am meisten nach Afghanistan die Mehrheit ist. Die sind sehr hoffnungslos. Die einzige Hoffnung, die sie haben, ist, die wollen einfach von Afghanistan abhauen. Die wollen da raus. Die wollen nach Deutschland, die wollen in ein anderes Land. Die wollen einfach Afghanistan verlassen, weil sie nicht mehr an Frieden glauben. Und weil sie an das System, an das Ganze drumherum nicht glauben. Weil seit 10 Jahren ist das ISAF da, 52 Nationen. Und um ehrlich zu sein, bewegen sie nicht sehr viel. Wenn man nach Afghanistan ist, geht, die ganzen Straßenkinder sind da, die haben nichts zu essen, die arbeiten alle, ja, da gibt es kein Schulsystem, wirklich ist, und da haben sie nicht mal eine Brücke gebaut, in Kabul. Wenn man weiter nach außen fährt, da sieht es noch schlimmer aus, da gibt es immer richtig Strom oder gar nichts. Und die Jugendlichen, die wollen einfach eine bessere Zukunft, oder sehen sie nicht nach Afghanistan, was das Fight for Peace Ziel war. Einfach den Jugendlichen und den Menschen nach Afghanistan einfach Hoffnung zu geben, Hoffnung auf was Gutes, dass sie einfach vom Krieg, wenn es auch ein Abend oder eine Woche war, das Liegen, die Pressekonferenz, dieser Hype in den Tagen, dass sie einfach das Krieg vergessen konnten und somit sehen konnten, oh, in unserem Land passiert Profiboxen und das auch in High Class, also ein WWO-Titel, nicht irgendein Zirkus-Titel oder so. Und dass die einfach sagen, wenn wir kämpfen, wir schaffen auch was und das schaffen wir hier, in unserem Land. Also du hast etwas geschafft, was viele Politiker, viele Soldaten, viele Blogs, viele Sicherheitsexperten nicht geschafft haben. Du hast mit diesem Boxkampf die Aufmerksamkeit auf deine Heimat gerichtet, wie es kaum ein anderer geschafft hat. Du bist sogar in der ZDF-Sportreportage gewesen, du bist in den deutschen Nachrichten gewesen, wie ich gehört und gelesen habe, Al Jazeera, CNN, hoch und runter, Hut ab, Respekt dafür. Und ich denke, lass uns dort weitermachen, Fight for Peace, das ist nämlich auch genau das Motto des Afghanistan-Blogs. Und wenn sich nicht 2 treffen sollten, dann warum nicht unbedingt wir? Deswegen habe ich dir dieses Video geschickt, Haminjan. Und ich hoffe, du hast es bekommen. Die Zuschauer warten jetzt wahrscheinlich darauf. Bist du bei der Nummer dabei oder knallst du? Ich bin dabei. Okay. Dann würde ich sagen, nächste Woche treffen wir uns mal in Hamburg und dann beschnuppern wir uns mal ein bisschen und machen uns ein Plänchen. Ich denke, es sollte um eine gute Sache gehen. Fight for Peace machen wir zusammen weiter in dieser Aktion und probieren uns etwas auszudenken, wie wir dem Land am besten mit Sport helfen können.
mal gucken, vielleicht nehmen wir ein bisschen Geld ein und können wir irgendwas spenden oder aufbauen. Schauen wir mal, was da passiert. Du hast viele Fans in deiner Facebook-Seite, das Blog wird von über 1100 Leuten regelmäßig gelesen, da müssten wir doch was hinkriegen. Denke ich auch, also für eine gute Sache würde ich gerne dabei, das denke ich, dass wir das Positives damit bewerten können. Ja. Ich muss bei der Stelle dann aber gleich bemerken, du bist wahrscheinlich sportlich durchaus im Vorteil, aber dieses Risiko nehme ich in Kauf, für eine gute Sache mir was in die Fresse geben zu lassen. Das muss man manchmal machen, wenn hinten was rauskommt. Vielen Dank, Hamidjan, dass du dich dem Afghanistan-Blog gestellt hast. Ich bin noch neugieriger geworden. Vielen herzlichen Dank und bis nächste Woche, würde ich sagen. Die Welt braucht mutige Menschen, um was zu verändern. Ja. Nicht gut. Danke. So.